Und herzlich willkommen zur 110. Folge Subsistence mit Heiko, Miri, Julia und Manu. Hallo. Und wir sind wieder zurück in heimatliche Gefilde. Ich bin letzte Folge tatsächlich fast gestorben. Weil ich auf den Bär geachtet habe, aber den Wolf hinter mir nicht gesehen habe. Nicht ganz so. Also es hätte echt übelst ausgehen können. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich noch einen Trank habe. Natürlich hatte ich einen Biohazard. Einen habe ich noch. Okay, den muss ich mir wieder in der Tasche tun. Dann muss ich mal gucken, dass ich mich mal ein bisschen um Obst und Gemüse kümmere. Denn... Ja, genau, Obst und Gemüse. Meine Hühner wollen ja auch was fressen, ne? Oh nee, mein Huhn will nichts mehr fressen. Kann ich da jetzt hin oder nicht? Das will schon, aber es ist Level 10 und darf nicht mehr. Okay. Richtig, woher weißt du das? Ich kenn dich. So, auch Mechthild stirbt jetzt hier ihren... Tod, ob sie will oder nicht. Ob sie willig ist oder nicht. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So, das Holz ist habe ich genügend. Liebes Schütchen, du könntest bitte wieder zurück, da wo du hingehörst. So. Das packen wir noch hier rein. Wie sieht's eigentlich aus mit der Schmelzerei? Oh, ich habe nur noch 488. Ich sollte vielleicht... gucken wir mal. Oh, das haben wir bestimmt schon Level 6. Sprit. Wir müssen mal den Generator anmachen. Generator. Kommst hier rein. Wie war denn das? Ich brauchte eine Leber dafür, ne? Für so eine Tränke. Ja. Ich brauchte Leber für solche Tränke. Ja. So, hier haben wir noch ein bisschen Asche. Auf zu zittern. Du bist eh tot. Laub. Du bist eh tot. Da haben wir schon eine Leber, siehst du. Sehr schön. Zittern hilft dir auch nicht mehr. Das kannst du dir dann auch sparen. So, was brauchte man noch für das Tränkelein? Tatütata, wen holen sie jetzt? Mich. 1, 2, 3, 4. Warum? Das weiß ich auch noch nicht. Da braucht man nicht nachfragen, warum. Ja. Das beantwortet sich von ganz alleine. Ach, ist das so? So, du Weil kommst hier rein. Weil der gefährdet ist. Ach so. Gefahr für die Umwelt und so. Mhm. Oh, verstehe. So. Also Veggie ist ja echt so ein bisschen, ne? Bisschen mager. Na, wo bist du hingelaufen, du Kackbratzenwolf? Kackbratze. Der hatte so schön Anlauf genommen. Anlauf genommen? Ja. Aber hat nicht mit meiner Foundation gerechnet. Also weißt du, das ist die Foundation für Recht und Verfassung. Karotten, das ist halt auch noch nicht gerade so der Hit hier. Aber der hat noch nicht viel verloren. Mein Freund, du hast noch zu wenig verloren. Die beide müssen reden. Du, mein liebes Hühnchen, kommst du wieder her? Ich will nicht auf den Berg hoch, Meister. Oben auf dem Berg. Oben auf dem Berg. So, das packen wir mal hier rein. Tja, mein Beste, das hast dir so gedacht, nicht? Oh, nee! So. Du fällst mich nie wieder an. Genau. Ein Möhrchen. Oh, noch eine Leber, siehst du, dann können wir uns ja noch einen Trank machen.
die auch mal machen. Ach. Auf Vorrat ja, kann ja nicht schaden. Doch, ne? Doch, das ist wirklich, das ist schon nicht schlecht, wenn man sowas im Kühlschrank im Schrank hat. Außerdem, weißt du, was das Gute ist? Es gibt Fett. Und Fett bedeutet Sprit. Und Sprit bedeutet Strom. Mhm. Also, ne? Und so. Ja, mit dem Strom, das ist ja auch noch nicht genug bei mir irgendwie. Ja, ich habe jetzt letztes Mal ja, im letzten Dings hatte ich ja aufgewertet, aber... Mhm. Tja, liebe Schüchen, kein Ausbrechen mehr, ne? Eine Sperrten. Das arme Hühnchen, echt mal. Oh, es hat beschlossen, über die Foundation abzuzwitschern. Na so. Ist es ein Vogel oder ist es... Wollte abzwitschern. Dafür hat ein Freilaufgehege mit Wasserzugang, ne? Unglaublich. Mit Badewanne nennt man das. Undankbares Gesocks. Echt mal. So, dann können wir hier ja nochmal... Oh, da ist ein Kistchen. Heiligsblechle. Du hast Bleche? Wo denn? Nötig. Genau. Nötig, ja. Nötig habe ich auch. Ja, das Blech weg. So. Wie sieht das jetzt hier aus mit der Schmelzerei? 33. Wie viel Barren brauchte ich? 60. Eine 6, ne? Wie viel? 60? 6. Für den Herd brauche ich 6 Barren. Oh mein Gott, 6 Barren. Das heißt 60 Eisen. 60 Eisen? Und 30 Kupfer, ne? Mhm. Was sagt denn mein Kupferbestand? Oh, 43, da sieht's gut aus. Ja, ja, immer one after the other. Alte Frau ist keine Draisine. Draisine, ah ja. Ich grabe auch den Glappstuhl aus, ist kein Problem. Glappstuhl? Den Glappstuhl. Mit Gur. Lass mich. Lass mich. Lass mich! Wie? Nein, nicht wie bitte. Hallo. Aloha. Aloha. Wie viel braucht man eigentlich für so einen Flexbogen? Ja. 15 Waffenteile. Richtig. Dafür braucht man einen Lockpick-Schlüssel, richtig? Besser ist das. Ach, da beißt sich schon wieder die Maus in den Schwanz, ey. Ja, man weiß nicht, was man zuerst machen soll. Also, beziehungsweise, ja. Ich habe wie viel? 15 Waffenteile? Ja, 15. Mhm. Der Rest geht eigentlich. Mhm, die habe ich. Ach ja, der Rest geht. Waffenteile. Das ist schon wieder 3 Barren dabei. 3 Eisenbahnen und 3 Eisen. Und was? 3 Eisenbahnen und 5 Butter. Also. Ja, jetzt liegt bei mir nicht an den Waffenteilen, es liegt am Eisen. Am Eisen, ja, das Eisen. Warte mal, ja, haben wir nicht... Bin ich auch am Spannen. Ich hatte doch irgendwo noch Eisen, oder nicht? Guck mal, hier habe ich auch noch 100 Eisen. Sonst kaufst du dir ein Glas Nutella, ist auch Eisen drin. Ich kann auch fremdes... 0,001 Milligramm. Ich kann auch fremdes Blut schlürfen, da ist auch Eisen drin. Wo? In deinem Blut zum Beispiel. Ich kann ja auch Julias Blut ausschlürfen. Oh, das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist krank. Hat die welches, ja? Blaues. Oh, wow. Blau. Blau. Ich hab grüne, siehst du? Passt doch. Edel geht die Welt zugrunde. Ein Blaublüte. Genau. Die Blüte kommt diesmal vor Hornblut. Horn? Ja, ich hab ein Wölfchen getroffen. Ach, na dann. Ob ich das schaffe nach Hause? Ganz schön weiter Weg, ne? Wo bist du denn? Auf der Wiese. Auf der Wiesen. Auf der Wiesen. Mit Maßbier. Mhm. Zwei. Zwei? Ah. Oha. Ein Fass und ein gar nicht. Ups. Daneben. Und der Bär stellt sich auch schon auf. Dann noch nach Hause schaffst. Oh, ein Aufstellbär. Das ist besser wie ein Zustellbär. Oh, Hilfe, Hilfe!
Das Wölfchen hängt mir an dem Purpose. Ja, aber ich will gar nicht zu ihm hin. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Kisten. Ach so. So. Der ist gar nicht mitgekommen, der böse Wolf. Na sowas. Ungezogenes Tier. Ist das schon 16 Uhr? Boah. Kiste. Hier oben am Top ist der Welt. Da sind die Kisten. Das war echt toll. Ja, moinsen. Mitten im Schnee. Oh, da ist er. Ja, den wollte ich jetzt. Mitten im Weg. Du willst, bist schon wieder Puma jagen ohne mich. Nee, will ich ja gar nicht. Sie will ja nicht. Aua, ja. Hier die Kiste. Ich leg den. Also du jagst jetzt Level Puma 3. Ohne ja, mich, ja? Ja, ganz komm. Nix. Warum nicht? Nein, komm. Jetzt nehme ich erstmal meinen Level 2 Wolfgang auseinander. Ja, dann komm mal morgen früh vorbei. Nein, nein. Warum nicht? Nein. Ich will die Scheidung. Endlich bin ich sie los. Ich hab's gehört. Nein. Nein. Nein, wir könnten morgen früh das mal machen. Also, ne? Was denn? Scheidung? Ja. Nein, Puma. Erst den Puma, dann die Scheidung. Wenn du versagst, die Scheidung. Ist doch klar, oder? Das war gemein. Eieieiei. Ja, wie ja, ne? Ist schon klar. Schon klar. Schon klar. Ach, ist das schön. Ja. 1, 2, 3, 4. Ey, das ist so gern. 1, 2. Was? Der Hühnchen war schlecht, ne? So. Wem ist schlecht? Der Hühnchen war schlecht, oder? Der war schlecht. Sie hat das Grüne gegessen, glaube ich. Ja, du bist auch voll. Ach, konnte man das nicht essen? Ja, meine schon, aber nur einmal. Ich habe auch noch, so. Ich hab noch ein grünes übrig, ein also so ist nicht. Wirren Blick, ah. Bist ja aber kreuz, ne? Bisschen. Blöder Bär. Behalt deine Scheißfaser, steck sie dir irgendwo rein. Ich habe auch noch mal 100 Fasern, wenn noch jemand braucht. Nein, Fasern bin ich also. Fasern habe ich genug. Ja, so ein paar hundert habe ich davon noch. Also wusste ich nicht, wohin mit den Fasern. Hab ich ja. Ja, das gemacht, ist irgendwie immer so, ne? Wenn man diese Scheißdinger braucht. Aber das ist ja auch so, wenn man länger spielt, dann geht das schon psychomotorisch, werden die eingesammelt. Ja. Wenn man irgendwo hingeht, ich gehe mal zum Südsee, dann läuft man Slalom und nimmt alle Fasern mit, die im Weg liegen. Ja, da man nimmt die sogar in Schweinsgalopp mit. Ne? Ja, das ja, das ja. Schafft man also. Ich habe noch keinen einzigen Elch gesehen heute. Bei Julia war einer Level 3. Sie hat ihn um des Elches Willen stehen lassen. Ja, 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 weil stimmt, das tat mir leid, so ein wehrloses Tierchen. Ja, das ist so, also, das geht ja auch gar nicht. Also da ist ja... Habt ihr übrigens gestern auf unserer Karte noch den Level 2er gefunden? Nö. Ich glaube, der ist dann jetzt auch nicht mehr da. Nee, das denke ich auch nicht. Nee. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit Nicole gespielt und die ist da von einem, auch im Einfachen, ne, ist da von so einem Wolf getötet worden, da wo sie ihre erste Nacht verbringen wollte, ohne Plattform. Und dann wollte sie den Rucksack holen, hat er sie wieder getötet. Und dann wollte sie den Rucksack holen, da hat er sie wieder getötet. Und am Ende war das ein Level 7 Wolf oder so. Auch nicht schlecht. Ich habe mich dann so ein bisschen emporgearbeitet und dachte, warte, noch ein paar Tage geht's dir ans Leder. Als ich dann so schwer bewaffnet losging, war der nicht mehr da. Warte eigentlich. Also, ja, habe ich da auch gedacht. Dem hätte ich ganz gerne eins draufgebrannt. Ja. Hildegard ist jetzt, Hildegard 2 ist da. Hildegard 2. Ist eingezogen bei mir. Ja. Da frage ich mich doch, was die Hühnchen schlimmer finden, dass sie eingesperrt sind oder den Namen. Schwere Frage.
Ich glaube, Hildegard 25 steht schon direkt beim Einzug, wenn sie den Namen liest. Schon beim Einfang. Gut. Ich habe von 2 Hühnern 16 Eier. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe auch schon 7 oder sowas. Also da war ich auch eigentlich ganz begeistert. Weil bis ich den Herd habe, ne? Ja, da hat man dann genug Eier. Oh, meine Tomaten! Dann kann ich eine Eierfabrik eröffnen wahrscheinlich. Meine Tomätchen sind endlich fertig. Hätte ich das jetzt erwartet, hätte ich Samen mitgenommen. Hi. Dann muss ich wieder runter. Jetzt kämpfen mich vor bis zu einem Hügel, wo immer so viele Erze drauf sind. Und dann sind da keine Erze drauf. Doch, da ist einer. Da ist eine Erz. Doch, Eisen, ich muss nämlich eine WKE-Erweiterung machen, sonst kann ich mein Zeug nicht stellen. Hast du denn noch nicht diesen Förderturm? Doch. Doch, aber der arbeitet ja im Schneckentempo. Das stimmt allerdings. So lange kann ich nicht warten. Ja, das ist doch, da hast du recht. Gib der Frau nicht auch noch recht, Mensch. So. Warum nicht, wenn ich doch recht habe? Ach mal, nicht einmal reicht. Nee, was habt ihr eine fiese Charakter? Nee, was seid ihr fies? Ich kann das Menschen mehr sehen. Mach doch auch. Das habe ich auch gerade so gedacht. Da vorne steht ein Wolf und neben dem Wolf, man glaube es kaum, eine Pocklick-Kiste. Ui! Und das ist ein Level 12er Wolf? Level 3er. Level 12? Ach, das wäre jetzt. Solange Sascha nicht mitspielt, kriegen wir keine Level 12er Wölfe. Oh. Boah, wer von uns hat jetzt, wie war das eben gerade noch? Er ist der Lichtstab-Lieferant. So, jetzt musst du aber leider sterben, du blöder Wolf, weil du genau auf dieser Lockpick-Kiste liegst. Wenn der mich nicht tot macht, schließlich ist er ein Level 3er. Und dann schieße ich noch daneben. Upsala. Jetzt aber. Ach, der läuft ja Slalom. Ja, die laufen ja alle Slalom, das ist richtig schlimm. Zicke-zacke. Nee, oi, 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 oi. Nur die Level 1er laufen gerade, ne? Aber die Level 1er Puma, die nicht. Ja. Warte, der läuft nicht zickzack. Nicht gerade. Achso. Nee, Puma ja, laufen, ablaufen Puma alle. Puma läuft immer zickzack. Ja. Ne, morgen früh, weißt du Bescheid, ne? So, 2 Baumwollsamen, 4 Bleche, doch, ja. 7 Eisen, Spalalita. Spalalita? Ja, wie Mandelsplitter. Mandelsplitter. Die uralte Werbung. Kenn ich nicht. Ja. Komisch, vom Alter her müsste es ja. Ihr seid so charmant, das ist wirklich unfassbar. Willst du nicht nochmal auf deine Terrasse kommen? Ich glaube, ich warte, bis es dunkel wird, bevor ich nach Hause schleiche. Ist bleireiche Luft bei mir. Bombenwetter. Ich erlaube mir solche Sprüche, solange ich ja selber genauso in dem Alter bin. Ich glaube, wir wissen alle, wie wir diese Sprüche hier zu nehmen haben. Na klar. Nee, wie denn? Ja, gut. Oh, Hacker, sie sind raus. Ich bin schon wieder raus. Was heißt das jetzt? Oh. Noch so alt. Ich glaube, ich muss mich mal mit deiner Jana unterhalten. Das, unterhalten, ja? Sie ist die Einzige, die solche Sachen verklickern kann. Ah, hab ich mal schlafen. Das kommt da hin. So, das haben wir mit. Baumwollsamen. Baumwollsamen. Ja. So, mal gucken oben, was Tomaten hier löst. Wetten, das stirbt jetzt? War klar. War klar! Sicher das!
Ich hab einen Stall. Wachstumsbeschleuniger oder so. Das sind solche Gürkelpflanzen, ey. Das dauert ja ein Jahrhundert. Gürkelpflanzen. Du hast doch einen Kotbehälter, oder nicht? Aber bis der Kackerweiterer arbeitet, dauert er noch. Dulkolachs. So heißt mein Huhn, ja, Dulkolachs. Ja, nein. Guck mal, ich habe eine neue Mechthild. Mhm. Aber der Level 3 Wolf hat wenigstens 2 Steaks geschmissen. Na, immerhin. Hildegard und Mechthild sind wieder da. Hurra! Sie produzieren Eier, heitata. Keine Heilkräuter. Was ist eigentlich da los mit den Tieren? Wie das nicht? Guck mal. So, komm raus, mein kleines. Oh ja, fein. Was zu essen? Warte, ich hol euch was zu essen. Wartet. Fress mal nur die Haare vom Kopf, das Tier. Was war? Tier, es ist mein Tier, ein Dulkolo. Dulkolachs. Ein Dulkolachs. Ein Dulkolachs. Ein Dulkolachs. Dulkolachs macht Bienen satt. Was? So. So, habt ihr schöne Tomätchen bekommen, ne? Und jetzt ja, macht fein Kacki für meine Tomätchen. Hüter? Ja. Laufen, danke. Die haben's gut. Ich hab's doch, ich hab Gürkelpflanzen. Bei mir wächst da nix. Das sollte dir zu denken geben. Also in meinen Miniaturratten hab ich auch schon gedüngt, der kommt nicht, ne? Siehste? Hast du das Problem auch? Der. Die haben Probleme? Ich mal hier. Also sowas. Nur am Omikron, ey. Echt mal. Die einzige, die nicht meckert und nichts sagt, ist die Baukönigin. Die Baukönigin? Wer ist denn das? Die, die nichts sagt. Ach, die Dame mit den 5 Brettern und den 3 Nägeln. Komm mal her, dann kannst du mal genau schön an Kreuz mit Kopf nach unten. Oh, herrlich. Entschuldigung. Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht. Ach was. Manu, ich glaube, du hast den Nagel dezent auf den Kopf getroffen. Den einen von den dreien. Genau. Teil dir das Brett schön ein. Es knurrt schon wieder. Das knurrt was. Wenn sie jetzt anfängt, durch die Zähne zu knurren. Ne? Dazu müsste ich erst bei dir in die Lehre. Ja, du bist, hat das noch nicht gereicht, oder was? Bis jetzt war das eine Lehre mit Doppel-E. Liebe Lehre als voll, ne? So, ich habe jetzt gemacht einmal blau, einmal Eisenbarren. Ich bin fleißig. Was brauche ich denn noch für so eine BKE-Erweiterung? 5-mal Schrot. 5-mal Schrot? Ja, Schrott. Achso. BKE-Erweiterung. Ich werde das nicht glauben. Wenzle. Aber? Was? Ich gehe tatsächlich nach Dingstauchen, nach... Perlen? Nein, auch nicht. Nicht weder was? Perlen noch Stein. Was ist denn noch in dem See? Seegras. Außer Nalgen. Algen, Seegras. Genau. Ich brauche krass Neues. Heiko bewegt sich langsam. Das ist schlimm mit der Frau, ne? Ist Gras schon wieder weg? Ja, du weißt, dass mein Verbrauch seit gestern gestiegen ist. Ja. Da muss man... BKE-Erweiterung ist hanging around. Heiko, was wolltest du auf der Spielwiese? Sag. Hä? Wie, was? Ja. Nee, du wolltest aber dahin, habe ich gesehen. Nein, also ich brauche nicht. I see you. Ich möchte so ein Fernglas haben wie bei Crystal Eyes. Ja, das wäre cool. Ja. Dann guckt man da durch, dann sieht man die Werte. Obwohl, da müssten wir mal sehen, müsste ich ja sehen, dass Manu alt und Julia älter ist.
Dann sieht man auch die Maße, die Hungerbalken, welches Level. Ich köfte mir gleich erstmal einen Gehwagen her. Dann Rollator. Man nennt es Rollator. Pass auf, ich setze bei Heiko auf die Liste, er soll den Motor dafür herbringen. Und dann setzen wir dich auf deinen Rollator und dann. Dann gehst du ab wie Schmitz Katze mit dem Teil. Nur nicht berg runter, Vorsicht. Hat keine Bremsen. Ach, die habe ich vergessen. Ups, die Bremsen sind dran. Da war doch was. Mach schon mal Probenfahrt. Oh, Vorsicht, da vorne die Rampe. Ah oh, nein, du sollst doch links dran vorbei. Ach, nicht auf die Rampe. Nicht die Mutti. Oh, meine arme Julia. Gib wieder Ärger von Tussi Elke. Na, glaub ich nicht. Ich habe ja auch schon gerade drauf geklopft. Von wegen Level 12 Wolf und so. Nein, du hörst mich nicht, du siehst mich nicht, du riechst mich nicht. Tschüss. Och, du brauchst noch mehr. Also, er riecht dich doch, er sieht dich doch. Das ist dein Angstschweiß, Miri. Du solltest aufhören. Du solltest aufhören, Dulcolax zu nehmen. Ich war duschen. Das war mein Dulcolax. Darf ich nicht riechen? Ich hab die Shampooflaschen vertauscht. Du hast jetzt Lockmittel an dir. Pheromone. Bärenpheromone. Der ist übrigens gerade eben ganz kurz unsichtbar geworden, ne? Wer? Der Bär. Der kann was. Zweimal jetzt voneinander. Finde ich nicht gut. Ich will noch nur ein bisschen Herd. Ein bisschen Herd? Ein bisschen Herd. Oh. Ich will doch nur ein bisschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Davon hätten wir schon. Oh, hier. Schon hier. Ja, fress doch den rohen Fisch. Oh, dann kriegst du mal auf den Senkel. Mann. Wieso hast du eigentlich Zeit zum Fischen? Ja, bin gut organisiert. Hast manchmal. Du wieder rohen Fisch gefuttert? Ja. Aber auch nur manchmal, ne? Ja, manchmal. Schnell versenkt. Oh mein Gott. Ach ja. Mann. In dem Fall Frau. Ein Eisen noch, dann habe ich die 6 Barren zusammen für den Herd. Ui. Schammer. Ich wollte auch, aber ich glaube, ich werte erst meine Waffen auf. Oder so nach, ich weiß auch nicht. Der Herd allein nützt mir noch nichts. Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich auch nur im Ansatz eine Form habe. Ja, deswegen mache ich das auch noch nicht, weil das Problem ist eben diese Form. Ja, aber wenn du nicht anfängst, dann fängst du ja nicht an. Das ist ja wieder die andere Seite da dran. Ja, ja, was man nicht anfängt. Ja, ja, genau. Das war jetzt rein philosophisch. Philosophisch. Der Philosoph ist selten doof. Immer. Ist immer doof. Oh Mann. 150. 150 Watt? Was? Kilowatt. Masse. Wie? Masse. Ja. Achso, das Stäbchen muss doch. Ich weiß, dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz in den Generator pinkeln. Sag in den Generator. Stimmt, das ist auch Geld, ne? Lecker! Das war. Ne? Brennt das auch? Das möchte ich nicht herausfinden. Nur wenn du in die Augen kriegst. Manu-Teste. Nee. Nee. Ich bin's. Ich kletter noch mal schnell aufs Dach. Ein bisschen näher dran.
Nee. Das machen wir nicht. Dünkelt schon wieder. Ja, ja, deswegen bin ich ja noch mal schnell aufs Klar. Ich weiß, was ich vergessen habe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Liebling. Ja, bitte? Ja. Was hast du denn vergessen? So, eins, zwei. So. So, auf dem Dache stehend beende ich die Folge. Ihr seht, uns geht der Blödsinn nicht aus. Weil was anderes können wir nicht, ein blödi Haufen wie wir sind. Ich habe jetzt den wunderschönen Blick auf den Mond und sage einfach mal gute Nacht, bis übermorgen, ciao und bye bye. Tschüss.